Endlich, es ist soweit. Hol die Partyhüte raus, das James-Webb-Teleskop startet nun finally nach 20 Jahren Entwicklung, nach 10 Milliarden US-Dollar und, wenn man das überhaupt noch zählen kann, sage und schreibe 18 Startverschiebungen, ist die technisch anspruchsvollste Mission, die die NASA derzeit zu bieten hat, endlich auf der Startrampe. Es ist eine der teuersten Weltraummissionen aller Zeiten. Die Fachwelt ist gehypt ohne Ende und die Wissenschaftsnachrichten kennen eigentlich nur noch ein Thema. Aber warum eigentlich? Was ist an diesem goldenen Spiegel im Weltall so besonders? Alles, was ihr über das James-Webb-Teleskop wissen müsst, erfahrt ihr kompakt zusammengefasst in diesem Video. This is the first time a mirror like this has ever been sent to space. A colossal leap forward in humanity's quest to understand our place in the universe. The first galaxies are a fascinating time. The universe was dark up to this point. A dark sky full of stars has always been a standing invitation to ask big questions. Also, warum sind alle wegen eines Teleskops so aufgeregt? Da oben sind doch schon ganz viele. Zum Beispiel Hubble. Ist das nicht das krasseste Teleskop aller Zeiten? Nun, ja, ist es. Dank des Hubble-Weltraumteleskops haben wir das Alter des Universums bestimmen können. Wir konnten die Existenz von dunkler Energie bestätigen und haben überall schwarze Löcher gefunden. Wie kann man das noch toppen? Nun mit dem James-Webb-Teleskop. Konkret geht es vor allem um zwei der vielen Aufgaben vom neuen Teleskop. Erstens, es soll Fotos von den Anfängen des Universums vor mehr als 13,6 Milliarden Jahren machen können. Und zweitens, es kann vielleicht eine zweite Erde ausfindig machen. Moment, habe ich da gerade gesagt, dass das James Webb Fotos von etwas machen kann, das vor mehr als 13,6 Milliarden Jahren passiert ist? Wie soll das funktionieren? Hat das Teleskop so einen hier eingebaut? Nun, nicht ganz. Am Fluxkompensator basteln die Forschenden noch, aber krasse Technik hat das James-Webb-Teleskop trotzdem. An Bord sind, natürlich unter anderem, vier Infrarotinstrumente, die noch weiter in die Vergangenheit gucken können als Hubble. So heißt es überall. Doch tatsächlich ist es, wie ich persönlich finde, etwas irreführend zu sagen, dass das Teleskop in die Vergangenheit schauen kann. Das kann es nämlich eigentlich nicht. Unsere Galaxie vor 13 Milliarden Jahren können wir zum Beispiel nicht sehen. Der Trick liegt in der Größe des Universums, denn es gibt Galaxien da draußen, deren Licht von kurz nach dem Urknall uns immer noch nicht erreicht hat. Das James Webb macht sich das für seine erste große Aufgabe zunutze. Wenn eine Galaxie in 13 Milliarden Lichtjahren Entfernung Licht aussendet, dann braucht es 13 Milliarden Jahre, bis es bei uns ankommt. Wir sind also fast pünktlich, um die Anfänge des Universums zu beobachten. Und das ist mega cool, denn mit dem James-Webb-Teleskop können wir gucken, wie sich die allerersten Sterne gebildet haben, wie Galaxien sich geformt und Gaswolken sich entwickelt haben. Und wenn wir den Anfang des Universums erst einmal besser verstehen können, dann können wir auch grundsätzlich besser verstehen, wie alles in ihm funktioniert. Super, also ran an die Teleskope! Nun, leider gibt es da einen Haken. Denn das Licht, das vor 13 Milliarden Jahren ausgesandt wurde, ist nicht mehr normales Licht, wenn es bei uns ankommt. Es ist Infrarotlicht geworden. Der Effekt heißt Rotverschiebung oder auch Doppler-Effekt und lässt sich tatsächlich am besten mit Schallwellen erklären. Wenn ein Krankenwagen an euch vorbeifährt, wird der Ton höher, wenn er auf euch zufährt, und immer tiefer, während er von euch wegfährt. Die Schall- bzw. auch die Lichtwellen werden durch die zurückgelegte Strecke gestreckt. Durch die Expansion des Universums ungefähr um das Zehnfache, bevor sie beim James-Webb-Teleskop ankommen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das Licht wird vom Stern hier ausgesandt, während wir hier sind, und dann bewegt sich der Stern weiter weg. Können wir dafür eine Animation haben? Ja? Okay, perfekt. Die Lichtwellen vom Stern werden immer in den gleichen Abständen ausgesandt und kommen in den gleichen Abständen bei uns an, wenn der Stern stillsteht. Doch dadurch, dass er sich von uns wegbewegt, werden die Wellen auseinandergezogen. Die Wellentäler werden länger und deswegen wird unser kurzwelliges, sichtbares Licht irgendwann zu langwelligem Infrarotlicht. Und für genau dieses Licht ist das James-Webb-Teleskop optimiert. Jetzt werden aber manche von euch sagen, Moment mal, auch das 30 Jahre alte Hubble konnte in die Vergangenheit gucken. Und das stimmt, im Prinzip kann das Hubble das auch. Ja, nur nicht so weit, nicht so tief, nicht so groß und nicht so schön. Das James-Webb-Teleskop ist in quasi jeder Hinsicht besser als sein Vorgänger. Es hat einen 15-mal weiteren Kamerawinkel, kann 6-mal mehr Licht einfangen und hat einen mehr als doppelt so großen Spiegel, um Signale einzufangen. Zusätzlich ist es viel weiter draußen im Weltall stationiert, am zweiten sogenannten Lagrange-Punkt. Das ist wie ein Parkplatz im Weltall, wo sich Gravitations- und Zentrifugalkraft von Sonne und Erde die Waage halten.
Dadurch können Dinge dort fast stillstehen und da draußen kann das James Webb ungestört von der Erde operieren. Außerdem ist das James-Webb-Teleskop kälter. Klingt lustig, aber das Hubble ist einfach zu warm für manche Messungen. Denn Wärmestrahlung, was ja auch Infrarotstrahlen sein können, sind für die extrem empfindlichen Geräte eine Störquelle. Deswegen hat das James Webb spezielle Kühlsysteme und einen Sonnenschild von der Größe eines Tennisplatzes. So kann es knapp über dem absoluten Nullpunkt operieren. Außerdem kann das neue Teleskop Bilder mit extrem hoher Auflösung aufnehmen, was uns bei seiner zweiten Aufgabe hilft: einen Exoplaneten zu finden, auf dem Leben möglich wäre. Die Instrumente an Bord vom James Webb sind so krass, dass sie aus einer einfachen Aufnahme von einem Planeten in bis zu 1000 Lichtjahren Entfernung viele seiner Eigenschaften ablesen können. Wie das? Das Zauberwort heißt Spektroskopie. Okay, was genau ist das? Hier nochmal ein Atommodell für all diejenigen, bei denen der Chemieunterricht schon etwas länger her ist. In der Mitte eines Atoms befinden sich Protonen und gegebenenfalls Neutronen, außen herum kreisen Elektronen. Diese Elektronen sind, je nach Element, recht kontaktfreudige Gesellen. Wenn ich jetzt eine gleichmäßige Strahlungsquelle auf das Atom richte, und ich nehme jetzt einfach mal hier so eine Lampe, weil ich gerade keinen Stern zur Hand habe, da kann es gut sein, dass ein vorbeifliegendes Photon von dem Atom hier absorbiert wird. Nach kurzer Zeit wird das Photon häufig wieder vom Atom rausgeworfen bzw. emittiert. Und genau dieses Absorbieren und Emittieren kann ich als Beobachter sehen, zum Beispiel mit dem James Webb. Nehmen wir mal an, ich weiß, dass diese Lampe hier immer 100 Photonen pro Minute aussendet. Die müssen dann ja theoretisch auch bei mir ankommen. Wenn da nur 99 ankommen, dann merke ich das genauso, wie wenn kurz darauf 101 ankommen. So kann ich mit dem James Webb also schon mal herausfinden, ob irgendwo zwischen ihm und der Strahlungsquelle ein anderes Element sitzt. Jetzt suche ich ja aber nach bestimmten Stoffen in der Atmosphäre, zum Beispiel Sauerstoff oder Wasser. Und die kann ich an ihrem spezifischen elektromagnetischen Spektren erkennen. Blaues Licht, grünes Licht, rotes Licht, Infrarotlicht, das alles hat eine andere Wellenlänge. Und jedes Element interagiert mit unterschiedlichen Wellenlängen besonders gerne. Sauerstoff zum Beispiel wechselwirkt besonders mit den Wellenlängen, die wir als grün und rot wahrnehmen. Sitzt also ein Sauerstoffatom zwischen mir und der Strahlungsquelle, dann sehe ich die Veränderung vor allem bei den grünen und roten Wellen. Das sich daraus ergebende Muster nennt sich Spektrallinien. Bei Wasserstoff wäre das zum Beispiel rot und drei verschiedene blaue Nuancen. Und dieses Muster ist immer gleich. Egal wann und wo ich mich im Universum befinde, wenn ich auf ein Element stoße, dann wird es immer die gleichen Spektrallinien haben. Das ist so eindeutig wie ein Fingerabdruck. Was das James-Webb-Teleskop also macht, ist, sich die Strahlung anzusehen, die es von einem Planeten detektiert. Und anhand der Spektrallinien, die es in dieser Strahlung findet, wissen wir, welche Elemente sich in der Atmosphäre des Planeten wahrscheinlich befinden. So findet man Wasser und Sauerstoff auf fernen Planeten, ohne hinfliegen zu müssen. Praktisch. Und da die Kameraauflösung und Empfindlichkeit vom James-Webb-Teleskop deutlich höher ist als beim Hubble und die Position im Weltraum besser, kann man mit dem James-Webb noch viel, viel mehr Planeten untersuchen. Bisher sieht es so aus, als könnte das James-Webb-Teleskop bald loslegen mit seinen Aufgaben. Auf der Erde hat das Teleskop schon mal alle Meilensteine gemeistert. Es hat die Reise über den Ozean überstanden, ohne von Piraten geklaut zu werden. Also ernsthaft, die Reiseroute wurde genau deswegen geheim gehalten. Es ist ganz speziell zusammengefaltet worden und steht jetzt auf der Startrampe. Aber auch nach dem Start können wir uns leider noch nicht uneingeschränkt freuen, denn mit dem Teleskop kann noch so einiges schiefgehen. Es muss sich, wenn es in der Schwerelosigkeit angekommen ist, erst einmal kalibrieren und vor allem entfalten. Alleine. Im Weltall. Aber die ganzen Instrumente wurden ja alle schon im Zusammenspiel 100-mal getestet. Wie? Wurden sie nicht? Ach, das geht gar nicht auf der Erde. Ja gut, hat man das denn zumindest schon mal in den Kühlschrank gepackt? Ja? Okay, gut. Also, natürlich sind alle einzelnen Komponenten zigtausendmal durchgetestet worden, gerüttelt, geschüttelt, tiefgefroren, um die Kälteresistenz zu prüfen. Das hat alles funktioniert. Aber wirklich alles im Zusammenspiel kann man hier auf der Erde tatsächlich gar nicht testen. Unglaublich viele Dinge können also noch schiefgehen. Und der Einsatzort am Lagrange-Punkt 2 ist zum Beispiel zu weit weg, um dorthin zu fliegen und das Teleskop zu reparieren, wenn irgendwas schiefgehen sollte. Das heißt, das James Webb ist auf sich alleine gestellt. Das ist auch einer der Gründe, warum es wahrscheinlich nur circa 10 Jahre leben wird. Der zweite Grund ist, dass der L2 nur ein fast stabiler Parkplatz ist. Das Teleskop wird sich immer wieder mit kleinen Manövern am Platz halten müssen und dafür wird ihm irgendwann schlichtweg der Treibstoff ausgehen.
Doch die Forschenden gehen davon aus, dass wir bis dahin bereits so viele einzigartige Erkenntnisse sammeln konnten, dass sich die Mission gelohnt haben wird. Das James-Webb-Teleskop, so heißt es, wird Forschung betreiben, die viele kommende Generationen noch nutzen werden. Die ersten Bilder dürfen wir schon im Juli 2022 erwarten, also stellt euch schon mal den Wecker und abonniert vor allem den Kanal hier, denn wenn es etwas Neues zum James-Webb-Teleskop gibt, dann erfahrt ihr es hier auf jeden Fall. Na dann, ich würde mal sagen, guten Flug, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das Ding heile oben ankommt und ansonsten wie immer, bleibt neugierig, euer Cedric.